Hallo Leute, ich bin's wieder, als Slides und Crafter, wie auch in Pokémon Go. Ich wollte sagen, mein Kanal bekommt eine komplette andere Struktur, was ich damit meine. Ich werde einen anderen Namen bekommen, ich will einen anderen Namen haben, alles neu. Vielleicht mache ich mir da auch ein Intro oder lass mir eins erstellen. Anderes Kanalbild. Und so weiter und so fort, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen, ich weiß ja noch nicht, wie ich mich nennen soll. Falls ihr aber einen Vorschlag habt, schreibt einfach in die Kommentare. Vielleicht denke ich mir auch einfach aus. Ja, das wollte ich ankündigen. Und mein richtiger Kanalneustart kommt nicht direkt. Also erstmal, das braucht noch ein bisschen Zeit. An alle, die es traurig finden oder auch nicht, kann man leider nichts tun oder kann man sich freuen. Und zu den Kommentaren. Ich hatte letztens, was heißt letztens? Das, im letzten, vorletzten Video oder letztvorletzten Video hat gesagt, habe ich halt in den Kommentaren gelesen, dass ich und ein anderer Kommentarschreiber beleidigt worden sind. Und erstmal muss ich an die sagen, okay, wenn ihr das so haltet, dann lasst es so sein. Aber falls ihr einfach binder seine weitermacht, da kann man leider auch nichts tun. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass Leute einfach nur kommen, Video anklicken und beleidigen kommen. Also in den Kommentaren. Das ist ja fast schon Standard in Deutsch, YouTube Deutschland. Also dazu würde ich sagen, beleidigt nicht, seid nett in den Kommentaren. Mich jucken Hater-Kommentare nicht. Ich ignoriere sie einfach nur. Und deswegen wollte ich jetzt sagen, keine Ahnung, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall, hört auf zu beleidigen in den Kommentaren, seid nett und freundlich, wie der ein anderer Kommentarschreiber namens Die Bros. Der hat mich verteidigt und gesagt, nee, hör auf, das macht man hier nicht, also so in der Richtung halt. Und dann hat er halt Zock beleidigt, was ich persönlich ganz okay finde, denn das ist Verteidigung. Dann hat dieser andere nochmal beleidigt und so weiter und so fort. Aber das war es auch von diesem kleinen Video. Ich will halt nichts mehr machen, außer, ja. Ich nehme auf jeden Fall mit Mobizen auf. Einer hat mir in die Kommentare geschrieben, ich weiß nicht mehr, hat mir eine Nachricht geschrieben und hat mir einen Tipp gegeben. Geh mal einfach in Mobizen, den Einstellungen. Kann man hier das? Nee. Kann man nicht. Ich gehe einfach immer in die Einstellung. Danach kannst du das Wasserzeichen nie ausmachen, weil es hier immer rechts unten ist. Ja, ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Beleidigt nicht, seid froh und munter. Und ciao, Leute.